Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Journeymans. Hier jetzt dann im Saisonendspurt, noch 4 Spiele sind zu spielen. Wir sind bereits aufgestiegen, mit einem nächsten Sieg könnten wir sogar die Meisterschaft klar machen. Also geben wir alles, damit das auch der Fall sein wird. Almeida kommt. Oh. Oh, Nürnberg hat aktuell kein Verein. Das müssen wir versuchen. Können ihm aktuell nicht so viel bieten. Jawohl, er nimmt an. Liam Nürnberg. Absolut starke Spiele. Entscheidung müsste dann noch ein bisschen trainieren. Spielt in Division 1 17 Spielen, konnte schon in der höchsten Liga ein paar Trainings absolvieren. Wäre natürlich aktuell unser bester Spieler. Marmer und Mondorf haben noch Interesse. Wenn die dann kommen, ist er natürlich dann dumm, wenn er zu uns kommt. Aber ich hoffe, wir können hier noch ein gewichtiges Puzzleteil sein. So, Katsiaras scheint unmöglich. Machen wir es halt schnell. So, dann sollte das gehen. Fünf neue Nachrichten. Es kommen natürlich alles die Angebote rein. Mutford, Medding muss gegen uns gewinnen. Und wir gehen dann mit unserer B11, mit unserer Jugend rein. Sie müssen gewinnen. Wir dürfen gewinnen. Wir haben eben noch 3 Spiele dann zur Verfügung, um hier nicht überholt zu werden von Colmar Berg. Aber natürlich auch schön, wenn wir schon 3 Runden vor Schluss klar machen könnten.
Und somit eigentlich Mutfort in eine Liga tiefer schießen können und uns den Meistertitel sichern. Es wäre unser erster Titel in diesem Journey. In der zweiten Saison können wir das dann endlich erreichen, nachdem wir in der ersten Saison drei Verreimen hatten. Zuerst in Schweden, dann dort entlassen wurden, da wir abgestiegen sind. Und dann nach Saudi-Arabien, wo wir einfach zu wenig Spieler hatten. Die Spiele erst im Winter kamen und dann auch die Spiele nicht die besten waren, verschlug es uns dann nach der Entlassung nach Luxemburg in die vierttiefste Liga. Und da läuft es aktuell. Gutes Team, sehr viele junge Spieler. Dann machen wir es auch hier so. Sehr viele junge Spieler gehabt, auch noch weiterhin geholt. Und ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass wir hier die Meisterschaft zuerst klar machen und dann nächstes Jahr, nächste Saison auch noch eine gute Arbeit vollrichten. Möchte wirklich noch vielleicht nächstes Jahr mitnehmen. Vielleicht können wir sie sogar noch einmal in die obere Tabellenhälfte bringen. Wenn das der Fall ist, dann bin ich sehr zufrieden. Mannschaftssitzung. Mal schauen, wir. Ja, wir haben das eigentlich als Saisonziel schon hier rausgegeben. Und da sind die Spieler auch einverstanden damit. Somit hoffe ich, dass unsere B11 uns diesen Titel sichern kann. Wäre natürlich schön, vor allem auch für die jungen Spieler, dies auch mitzuerleben und somit auch ein gutes erstes Erfolgsgefühl zu haben. So, gehen wir rein. Teamauswahl, nur nächste Partie. So, dann wird wieder Heiderscheid spielen. Dann hier kommt Unsen. Dann hier kommt Olesen. Versuchen wir es wieder mal so. Kiambu. Mose, da spielt dann Ferras. Freitas, genau. Rujovic vorne, Gonzalez hinten, hier Drago, dann hier Borges, damit vielleicht Fernandes noch einige Tore schießen kann. Vielleicht am Ende der Saison noch die Torschützekanonen holen kann. Direkt erste Möglichkeit, Ferras. Gonçalves, Kiambu auf Ferraz, der auf Freitas. Weiter Ball auf Borges, aber zu weit. Lopez ohne Probleme da. Unsen. Gonçalves. Borges sieht da Freitas laufen.
Der sieht Drago. Drago in die Mitte. Borges, 12. Saisontor. Ruben Borges hier mit dem Kopf. In der ersten Minute sogar schon. Beziehungsweise die erste Minute knapp abgelaufen. Somit in der zweiten Spielminute. Sehr schön gespielt. Wichtig auch, dass wir uns da schon mal gut einstimmen. Drei Schüsse, drei aufs Tor. Ah, übers Tor. Deutlich bessere Chancen von uns. Mutfurt noch mit gar keiner Möglichkeit. Wie auch mehr Ballbesitz. Minuten gespielt. Wir führen immer noch 1:0. So, Freistoß von der rechten Seite. Drago läuft an. Oh, versucht es direkt. Schöner Versuch. Aber ging nicht weit. Der Torhüter war da zur Stelle. 45 Minuten durch. Wir führen 1:0 durch das Tor von Ruben Borges. Wenn wir das jetzt so über die Zeit bringen, dann reicht es für den Meistertitel. Pereira, Pinto, Oliveira. Unsen kann den Ball abfangen. Spielt weit auf Borges. Gonsalves, Borges. Ah, Borges kommt da nicht dran. Oh, und dann Fehler von unserer Verteidigung. Anilo Tavares mit dem Tor. Ich versuche jetzt mal schnell Fernandes hier mit Borges zu wechseln. Mal schauen, ob Fernandes so mehr Bälle bekommt. Borges auf Rujo, Rujo, Fernandes, Fernandes, Fernandes! 23. Saisontor. Schön herausgespielt. Wir freuen die Jungs an. Rujo sieht hier dann Fernandes. Fernandes kommt da nicht ganz dran. Wieder zu Borges spielen. Der verliert den Ball auch, aber Fernandes ist zur Stelle. Und da ist das Tor. Der spielt auf der rechten Seite schon deutlich besser als auf der linken Seite. Hätte ich viel früher merken sollen. Aber nun ist es so. Rujo, Freitas verliert den Ball. Tave, ah, gute Möglichkeit des Gegners. Aber wir können da von Glück reden. Ah, und das ist 2:2. Nadine Dubovac mit dem 2:2. 60. Minute. Wir wechseln in der 65. Spielerwechsel. Rujo nicht sehr gut heute. Thiel motiviert. Olesen kommt raus. Unsen kommt raus. Und Borges mal. Dann schauen wir mal, ob das schon etwas bringt. Wir fordern ein bisschen mehr. Drago mit der Ecke. Freitas auf Drago, der auf Fernandes. Oh, Borges mit dem Kopf. So, die Wechsel sind jetzt gemacht. Können wir hier nochmal punkten? Wir gehen mal noch auf sehr offensiv. Lopez mit dem Abstoß. Weit. Wir können dazwischen. Nourissier, Nourissier, komm schon. Ah, neben das Tor. Wir maßregeln das gut so nicht. Wir müssen die Chancen machen. Ferraz, Heiderscheid auf Kotschan. Kotschan auf Gonsalves. Der versucht dann. Fernandes anzuspielen, Thiel. Nourissier, Nourissier, da ist das Tor. 14. Saisontor von Tom Nourissier. Wichtiges Tor hier von uns. Wir gehen wieder auf sehr defensiv und versuchen jetzt diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Nourissier nochmal. Kann in die Mitte Thiel anspielen. Thiel alleine, aber übers Tor. Hätte ich vielleicht noch überlegen können zu Fernandes. Schön abgefangen. Ist einfach kein Tor erhalten. Alves. Weiter Ball. Fernandes. Läuft da. Schickt da Nourissier. Nourissier. Aber in die Hände von Lopez. Die Aktion geht noch weiter. Wir können den Ball nochmal abfangen. Oh, gibt es da die rote Karte? Gelbe Karte für Dubovac in der 94. Minute. Wir spielen einfach mal weit. Weit weg von unserem eigenen Tor. Können den Ball abfangen. Fernandes auf Nourissier. 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 Und wir haben wieder abgepfiffen. Und wir sind jetzt Meister. Wichtiger Sieg von uns.
Und die Pokalübergabe gibt es auch gerade. Wichtiger Sieg. Schön hier Norisier als Joker nochmal eingesetzt. Und hier, das sind die Bilder für die Ewigkeit. Unser erster Titel in diesem Journeyman mit Curry in der Division 2 Serie 2 können wir hier das erste Mal jubeln. Auch die Schiedsrichter gratulieren. Wir gehen hier auf die Ehrenrunde. Schön auch, dass wir den Titel hier zu Hause feiern können. Auswärts wäre natürlich auch etwas gewesen. Aber zu Hause ist immer schöner. Okay, dann gehen wir in die Kabine. Ausgestreckte Arme und Glückwunsch zur Meisterschaft. So, anständiges Ergebnis, anständiges Spiel. Glückwunsch von der Liga zum Meistertitel. Und somit schießen wir auch Mut fort zum Abstieg. Fünfzehn Nachrichten. Okay, das scheint nicht möglich, dann geben wir ihm einen freien Vertrag. Kazit das unterschreibt, das ist gut. Wir holen hier den Titel. Dreihundertfünfunddreißig Zuschauer sahen diesen meisterlichen Auftritt von uns. Freude beim Vorstand. Nourissier super eingewechselt und dann die Möglichkeit gemacht. Ben Wagner wird aber dann auch zu teuer für uns werden. Dann gehen wir noch schnell hier rein. Wechseln hier mal. Weil Fernandes gefällt mir auf der rechten Seite deutlich besser. Somit haben wir nun unseren ersten Titel auch geholt.
Ito bekommt ein Angebot. Schmidt. Er ist sehr gut. Sehr gute Verpflichtung. Aber verdient auch wieder zu viel. Santoni, gut. Oh, Liam Nürnberg. Jetzt vergleichen wir den schnell. Mit Rafael Fernandes als Stürmeknipser. Abschluss viel besser. Ballannahme könnte trainieren. Kopfballtechnik gut. Technik gut. Gute Nervenstärke. Ohne Ball müsste noch ein bisschen trainieren. Guter Antritt. Schauen wir schnell noch mit Nourissier. Das ist in allen Belangen gut. Das passt auch nicht so ganz. Nein. Das ist gut. Das ist besser. Das ist besser. Das ist besser. Ballannahme. Das müsst ihr wirklich noch ein bisschen trainieren. Aber ich bin absolut zufrieden mit dem. Ja, ein Probetraining, das ist doch gut. Dann kann er schon mal zum Team. Oh, Ricardo Becke wäre auch zu haben. 17. Und hat schon in der höchsten Liga. Erfahrungen sammeln können, beziehungsweise Trainings machen können. Wir versuchen es auch mal. Okay, der könnte auch kommen. Sehr gut. Dann hätten wir sogar schon ein Team, welches sicher nächstes Jahr auch bestehen könnte. So, weiter. Okay, da gab es wieder einige Trainerentlassungen. Da jetzt auch eben bei einigen Teams auch wieder noch klarer ist, dass sie dieses Jahr absteigen werden. Okay, gut, die haben alle Verträge, das ist in Ordnung. Aber was wir noch schauen können, ist hier, ob es noch andere Spiele gibt, die vereinslos aktuell sind und vielleicht mal höher trainiert haben. Gescoutete Spiele. Vereinslos. Basic wäre hier. Aber auch schon 28. Ohne Vertrag hätten wir hier einige.
Wäre nochmal für die Breite im Mittelfeld natürlich gut. Versuchen es einfach mal. So, diese Aufträge abbrechen. Mal hier noch schauen. Luca Braun. Ah, ich glaube, Stürmer haben die dann auch wieder genügend. Vielleicht noch auf den Außen, jeweils Verteidigung und Mittelfeld, vielleicht noch etwas schauen. Wen machen wir da alles verfügbar? Mose. Dann Thiel. Ruyokan. Kadri. Ruisier. Kotschan. Ui, nein, nicht immer. Oh, Nürnberg ist auch schon hier. Wenn dann passt, geben wir Mose noch auf diese Seite. Ja, das passt. Auf diesen Nürnberg bin ich jetzt ziemlich gespannt. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Alves mit einem sehr guten Training. Team mit will die Zukunft regeln. Geben wir die Freigabe, mal schauen, ob ihn jemand will überhaupt. Okay, Schengen ist jetzt auch abgerutscht auf den 10. Platz. Bin jetzt mal gespannt auf den Einsatz von Nürnberg. Weil die Werte hat er eigentlich, die sehr gut sind. Schauen jetzt mal rein.
Ist noch nichts definiert von diesem Spiel. So, 3:1 Sieg. Nourissier mit 2 Toren. Nürnberg mit einem Tor. Hat sich gut eingelebt. Hat auch wirklich extrem gute Werte. 13 Abschluss. So glaube ich, wenn wir den jetzt den Ball vorlegen, der macht ihn einfach jedes Mal. Ziemlich schnell, ziemlich beweglich. Was man von Fernandes nicht gerade behaupten kann. Ich muss wirklich sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, dass wir das überhaupt hinbekommen haben. Eben solide Spiele für die höchste Liga. Also der ist eigentlich viel zu gut für uns. Aber ich denke, das wird dann in einer anderen Folge weiter entschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!